Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Also ich muss erstmal sagen, ein super Gefühl, beziehungsweise, also ich war ja 2 oder 3 Spieltage war ich nicht dabei. Dann schön nach der Verletzung wieder in der Startelf gewesen. Ja, ist halt unbeschreiblich das Gefühl. Dann das Tor zu machen, ein wichtiges Tor. Hat leider nicht gereicht zum Sieg, aber wie gesagt, schönes Gefühl gewesen. Würde ich schon sagen, klar. Also die Fans haben uns nach vorne gepeitscht. Na klar, kriegt man schon, sind schon schöne Gefühle, wenn die Fans richtig dabei sind. Ne? Mehr Fans als Bochumer Fans waren, glaube ich, da von uns. Und ja, die haben Stimmung gemacht und das trägt nach vorne auf jeden Fall. Ja. Also von Minikicker, ja, wie gesagt, bis ganz nach oben, ne? Bis zu den Profis. Und ja, das bedeutet mir sehr viel, gerade auch für meine Eltern, für meinen Vater, der selber Arminia-Fan war und damals immer Spiele geguckt haben im Stadion. Ja, und ich dann halt mal selbst hier spielen kann. Ja, das ist super. Also wir müssen auf jeden Fall aggressiv spielen. Wir müssen uns in jeden Zweikampf reinschmeißen, reinwerfen. Wir müssen das machen, was der Trainer uns vorgibt. Wir müssen Tore machen, das ist sowieso das Wichtige. So gewinnt man, so kriegt man 3 Punkte. Und ja, und dann müssen wir halt Charakter zeigen. Und das haben wir auf jeden Fall. Also auf dem Weg hierhin höre ich immer meine Musik. So komme ich in den Modus rein und ja, und dann einfach abschalten. Und dann sehe ich nur noch den Platz und dann geht's los. Boah, verschieden. R&B, Deutsch-Rap gehört auch dazu. Und ja, das ist meine Musik. Deren Erfahrung auf jeden Fall. Also deren ruhige Art in manchen Situationen, in, sag ich mal, hektischen Situationen, das nehme ich auf jeden Fall von denen mit. Das kann ich auch gebrauchen, gerade als junger Spieler, vor so vielen Fans, in so einer Situation. Das kann ich von denen mitnehmen auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man muss sich auf 1000% auf das Spiel konzentrieren, auf die beiden Spiele, letzten beiden Spiele. Dresden kommt auch noch dazu. Klar, jetzt erstmal Braunschweig, erstmal Dresden nicht dran denken. Und ja, und dann müssen wir einfach, wie gesagt, das ist einfach gesagt, aber es sind zwei Spiele und es müssen 2 Siege her. Und dann haben wir es drin und dann haben wir den Klassenerhalt hoffentlich. Ja, dass ich immer weitermache, dass ich so gut wie möglich nach oben komme. Klar ist mein Ziel, hier den Klassenerhalt zu schaffen, aber irgendwann möchte ich natürlich auch in die Bundesliga oder halt höher kommen, halt weiterkommen. Und ich bin noch jung und ich denke, wenn ich gesund bleibe, schaffe ich es. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.